Hallo und willkommen zurück zu The Quest. Ja, wir werden jetzt hier mal den Norden erkunden, während es ja Nacht ist. Wir könnten allerdings auch jederzeit rasten. Aber die Gegend hier würde ich sowieso erkunden. Was nicht ganz offensichtlich ist, ist, wo man übers Wasser laufen kann und wo nicht. Da kann man es nicht. Hier kann man es. Und das hier kann man sammeln. Das, was ich im vorherigen Teil angesprochen habe. Dass man das auch nicht ganz offensichtlich sehen kann. Hier muss irgendwo ein Gegner sein, weil ich kann mich nicht flüssig bewegen. Und da kommt auch ein Pfeil angeflogen. Die Bewegung ist halt ziemlich sinnlos auch. Weil wir... Und da ist es auch ein bisschen blöd. Da kann ich jetzt schlagen oder das Ding anwählen. Also die Steuerung ist ein bisschen seltsam. Also mit der Leertaste sammelt man eigentlich Sachen auf. Oh, das kann man auch einsammeln. So, und da können wir jedenfalls rein. Kann man das nicht sammeln? Nee, kann man nicht. Do you want to go inside? Jawohl. Eine Höhle. Eine Fledermaus mit auch einem sehr hässlichen Sound. Marisolda. What can I do for you? Who are you? Marisolda's my name. I am Turim's daughter. My dad is the forest ranger. He is the greatest forest ranger this world ever had. We live in a hut not far from here. But what are you doing here? Aren't you afraid? There was a big storm. I ran into the hollow tree to keep from getting soaked. I was combing the rain out of my hair when I dropped my hand mirror. It fell down here. I'm looking for it. I have to find it or my dad might beat me. He said he got it from a real princess. It's silver and it's beautiful. Will you help me look? Watch out for the bats though. They can bite. Maybe they can. They got my sweet little mirror. Please help me so I can go home. I'll try, girlie. You are such a big, wonderful hero. Thanks. Please hurry. I really want to go home. Ja. Ziemlicher Schwachsinn von Mission, aber naja. Okay, das kann ich nicht anklicken. Da kann ich aber mit Shift schlagen. Das ist eine Wehrbat. Einfach nur kommen lassen. Einsammeln. Wir kommen von dort. Vulgas Mushroom. Was soll jetzt da dieses Ding an der Wand bedeuten? Da ist nämlich nichts. Einsammeln können wir hier auch nichts. Da ist wer. So, und das war sowas. Da ist jetzt eine Pfütze, wie es draußen auch war. Aber hier kann man jetzt draufklicken und dann findet man den Mirror. Das kann man nicht untersuchen. Und auch nicht kaputt schlagen.
Da haben wir was. Alki-Berries. Aha, wir nehmen einfach mal alles. Light Weapon. Die deutlich... Na, wobei, doch, ist deutlich besser als meins. Condition perfect. Kann man das auch in die Nebenhand legen? Ne. Es kann sein, dass das reine Nebenhandwaffen sind, dass man die gar nicht in die Haupthand equippen kann. Doch. Naja, whatever. Ist aber auch ein bisschen seltsam. Den Dolch beispielsweise kann man auch nicht in die Nebenhand setzen. Das sind nur die Short Swords. Na gut. Dann haben wir hier ein Buch. Book of Primer, Book of Fundamental Alchemy. Your alchemy skill has been increased by 3. Aha. The skill of alchemy allows you to distill your own potions and mixtures from various ingredients that can be found in the world. Refer to the ingredient chart for a complete list. Using your mortar and pestle, combine the ingredients carefully and you will make unique concoctions. Each potion exerts a singular power when you drink or use it, such as healing or you or decreasing your encumbrance. While you are still learning alchemy, be careful that your brews do not explode. It is painful to pick shattered glass out of your skin with tweezers, and a bad explosion may potentially result that sort of incident if it doesn't kill you. Though you are now an apprentice, by obtaining and studying the alchemist book of dark sun energy, you will enhance your alchemical skills and be able to create filters of a higher level. Holy brew. Und ein Haufen Rezepte. Wir haben aber gar keinen Mörser, womit wir da gerade was basteln könnten. Naja, dann gehen wir mal zurück. Das hier haben wir fertig erkundet. Wie gesagt, es ist halt super klein gewesen. Ah, the true stranger to these parts. What can I do for you today about your mirror? Oh, sir, doesn't it look like a mirror that belongs to a true princess? That's me. Receive your royal kiss and your royal hug. You are so wonderful. I'll never forget you. My dad would have been so mad. Thanks. Here's all I have to give you. Water, some apples, and one of my little necklaces. I'll never forget how great you are. Oh, one more thing. My mom and dad used to take me to the Baguda for fishing. But they won't go now. Rumor has it an orc is terrorizing the bridge and won't leave. My mom is afraid he'll eat me if you go by that area. Will you get rid of the orc, please? The pagoda is quite a way south from here, through the bushland, near the lake of Brandon. I love it too much. I used to catch so many fish. Please try to kill the orc and then come back and tell my mom. I have to run now. Your fame has increased. New quest, Orc at the Bridge. Ja. Wir haben einen Necklace mit Outfit Regular. Das ist anscheinend magisch oder so. Aber keine Ahnung, ob das was bringt. Ob das was macht. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Jawohl. Und werden mal weiter den Norden hier erkunden.
Eine ganze Menge Pflanzen. Da steht jemand rum. Nadia, you wanted to ask me something? Any problems? Thum, my husband is inside. I'm so worried about him. He almost broke his leg during one of his stupid hunts. He needs some healing ointment, yes, but I can't go and get it now. I would have to go to my father in his nearby hut. He knows the old lore of herbal medicines, but I must be with my husband, and it's dangerous out there nowadays. I saw some strange creatures roaming around the cemetery last time. Could you please go to my father's hut on the lowland and bring the potion for us? Kind adventurer, it would be so wonderful. Yes, of course, just wait here. Thank you very much, brave warrior. You are our hero. We'll wait for you. Nadia's Potion. Green Fungi. Will das looten? Das ist aber nix. Okay, Quests. Active. From Nadia's husband in the peninsula. Mastras Plowland. Lowland of Matras. Die haben ja alle unterschiedliche Namen, diese Zonen. Dann weiß man halt so grob, das sein soll. Und ich glaube hier auf der Karte, das hier sind auch die Grenzen, die da die Regionen trennen. Da ist der Friedhof und da ist ein Skelett. Da bin ich auch schon mal entlang gelatscht. To the west, Forest Ranger's Home. East, Hollow Tree. The South Village of Matras. Kann man da auch rum? Ne, kann man nichts. Mhm. Nehmen wir alles mit. Und wir haben wieder Tag. Chirp, chirp, chirp. Mhm. Moment, da oben ist noch. Okay. Da war noch ein Feld nicht erkundet. Natürlich noch ganz ordentlich, wenn da auch direkt beistehen würden, wie diese Zonen heißen. Das ist alles die Cemetery. Muss ich mal gerade was notieren. So. Ja, müsste ich gleich. Ah, da ist der Eingang. Man kann auch, glaube ich, jederzeit während dem Kampf speichern. Die kann man auch looten. Kaputt. Mushrooms.
steht nichts. Ah, da. Hyena, the sweetest child in the world. Rest in peace. Your family will always miss you. Da ist der Abstieg. Nein. Erstmal hier oben noch umgucken. Okay, das war's wohl. Draenor, our tales will always keep your name, your memory. Our memory will always keep you alive. Rest in peace, our dearest. Here lives Auvergar, son of Avengar. Na gut, dann gehen wir mal da runter. Wir können uns jetzt auch mal heilen. Damit. Light Wounds. Blum. Jawohl. Okay. Symmetrie. Rund Crypt. Okay. Ist nix. Kann man damit was machen? Ne. Fledermäuse! You have reached level 2. Your light weapon and dual wield skills have been increased. You can spend available points on your attributes and skills. Check your stats screen. So, jetzt können wir hier Skills, Primary Skills, Other Skills und wir können hier die Attribute steigern. Health haben wir 80. Muss ich mal... Moment. Health 80. Keine Ahnung, ob man... Ob das jede Runde, jede Stufe mitsteigt, müsste ich mal beim nächsten Mal gegenchecken. Ich werde jetzt mal Dexterity weiter steigern. Ach, das kostet auch jeweils mehr, oder was? Oder kann man das nur zweimal steigern? Was passiert denn, wenn ich das hier machen würde? Ah, okay. Man kann nur zwei pro Anstieg das machen. Mhm. Okay. So, dann haben wir das kann man dann auch nur zweimal. Das hier kann man genau, das kostet zwei pro Punkt. Wir machen Persuasion um zwei, Lockpick 2, Weapon um 2, Armor 2. Dual Wield 2. Ja. Weiter geht's. Hm. Seltsames Ding. Da haben wir einen Trank. Ghost Mushroom. Da ist ein Vieh. You are poisoned! Ich hoffe doch, dass das automatisch wieder verschwindet. Irgendwann. Oder stirbt man da dran? Minus 1 HP pro Runde. Das scheint nicht aufzuhören. Dann wäre vielleicht was gut, um das Gift... Jetzt sterbe ich einfach mal. You have died young. Your king, your country and your gods mourn you. Ist ja toll.
Ach nee, Moment. Hä? Nein. Okay. Ah, okay, das ist ein komplett separater Slot, den man nur mit den Tasten öffnen kann. Also ein Quick Load und Quick Save. Interessant. Ja, das wird hier mitgeschleift. Man kann aber... Okay, draufklicken kann man das dann. Bisschen dämlich auch gemacht. Komm her! So. Vielleicht habe ich ja auch ein Gegengift. And then again, maybe not. Cure Poison Potion. Okay. Aber ich nehme mal an, dass da noch mehr von kommen, die mich vergiften. As you step onto the bubbles, the bad smell makes you gag. You wonder what you could do to collapse this tunnel. Maybe a hit or a spell could help. The tunnel has collapsed. Naja, Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte das besser trinken. Muss ich das von hier aus nutzen? Drink Potion. Okay. Naja, wir haben Schuhe. Die sind perfekt. You cannot equip or remove anything while there's immediate threats. Aha. So, jetzt aber. Dann können wir einmal heilen. Ach so, ich wollte noch gucken, ob meine Hitpoints immer steigen. 84 haben wir jetzt. Skull of Saint Sena. Nehmen wir mit. Seltsames Bild. You have found a book of primary contagion. Teaches undead magic. You can't learn from this book. You feel a cool draft coming from the south wall, but you don't see any opening. Maybe if you looked around carefully. Do the cursed. Aha. Cool. As you touch the old coffin, you feel a cold breeze on the back of your neck. Oh, ein Ghoul! Der macht Aua. So, Mana alle. Autsch.
Arsch. Komm her. Kann zwei Felder laufen. Hahaha, eingeklemmt. Demonic Touch, Drain Health. You can't read this scroll. Cast Drain Mana at 60. Aha. 150 Gold. Und jetzt kann ich das plündern? Nö. Da ist auch nix. Aber wir haben ja einen Geheimgang. As you look around, you realize the storehouse is full with illegal stuff. Aha. Dann nehmen wir einfach mal alles mit, wa? Krone. Rudiments of Light Skewering Book teaches Light Weapon plus 5. Ein Gurt. So, jetzt kann ich hier raus. Up to the port. Hatten wir hier sonst noch was? Sieht nicht danach aus. Jawohl. Aha. Das heißt, wir haben uns jetzt drum gekümmert. Und können mal mit dem... In den Geschäften bin ich auch noch nicht drin gewesen. Da machen wir jetzt mal gerade. Talk, ich glaube, mit dem hier habe ich schon gesprochen. About the shop. A potions are of the most delicate chemistry. Use them to fortify your brain, resist plague or ward diseases. Each ease your stomach, brighten your glands and lift your spirits. What do you need? Look around and if you kind what you like, come back tomorrow about the sickness. So I believe that the gas that poisons our air comes from the cemetery, maybe an old crypt that is haunted by demons. I have examined some of the villagers and can say through my experience that the source of the gas might be highly sensitive to magical fire attack. If you're skilled in such things, perhaps you can help us. Mhm. Training. Alchemy. Ja. Mach mal. Bei Cell. Wir haben jetzt haufenweise Schrott gefunden. Das ist allerdings unser Schrott. Wir könnten mal hier so ein Dings da, Mortar Pestle, kaufen. Eine Krone. Armor 1, das ist aber Heavy Armor. Moment. Unenchantable. Okay. Wir hatten hier noch irgendein Buch. You can't learn. Das können wir verkaufen. Das hier ist schon gelernt. Light Weapon.
Your light weapon skill has been increased by 5. This lore allows even scrawny warrior to wield a light weapon with grace. With this skill, your dagger, knife or short sword will be the doom of your enemies. Mersenne's personal bodyguard used this skill to save his master's life when his dagger found its target in the heart of an assassin. Resist poison. This charm was created by a high mage of Monaris who had pricked his food on a poisoned snake's tooth left by enemies in his bed. When his food swelled up with pus, he drained it into a cup, and by mixing that with parchment and chanting over it for 7 days and 7 nights, created this inscription that increases resistance to poison. Na, ist ja super. Das heißt, die können wir jetzt verkaufen, ja? Was bedeutet denn comestible? Schauen wir doch mal nach. Wenn mein Rechner... Na, den habe ich eben rumgerückt. Jetzt ist der nicht im Internet. Ist schlecht. Na egal. Anscheinend verhungern wir nicht. Lassen wir das mal. Ich habe hier noch einen Gurt. Light Armor. Den können wir anziehen. Welcome to the tailor. How can I help you about the shop? Our goods are sturdy, practical and affordable. Please look around. You can find items to clothe you from head to toe. And if you can't find what you like, please come back later. Training, light armor. Sell. Wir verkaufen einfach alles, was... Kann man hier ernsthaft nicht sehen, was man gerade trägt? Das ist ja mal dämlich. Okay. Okay, dann verkaufen wir die günstige, die weniger teuren, weniger wertvollen Training. Ja, haben wir kein Geld für. Aber beim Schmied würden wir wahrscheinlich ganz gut was verkaufen können. Training, Repair. Talk. Oh, did somebody die and leave you the clothes you're wearing about the shop? My weapons are as impressive as they are affordable. Look around, if you can. Ja, ja, bla bla. Sell. Shortsword brauchen wir noch. Den Dirk können wir verkaufen. Und den anderen Quatsch können wir auch verkaufen. Exit. Training. Ja, wie man repariert, weiß ich auch noch nicht. Muss ich auch mal nachlesen. Baue ich mir auch mal gerade auf. Das hier war Light Armor. Das können wir gerade lernen. Und dann haben wir noch hier Magiegedöns. Itulde the Magician. Times must be hard for you, judging solely by the clothes you wear on your back about the shop. Welcome to my magic shop, warrior. Look around, you'll find spellbooks to increase your knowledge, scrolls to enhance your strength, and wands to startle your enemies. All are reasonably priced. Come back tomorrow if you can't find what you like. I can also enchant your items with spells if you give me some enchantable weapon, armor, or some magical accessory. What spellbooks? Well, yes, you're right, adventurer. Such books need lots of dedication and time to write or obtain from the high magicians of the Far East. But I know a pawnbroker here at Port Quarter
might have things to interest you. Just visit him and tell that I sent you. I warn you though, he's very expensive. Mhm. Cure wounds. Sell. Burning hands. Soll ich sowieso nie verwenden, weg damit. Das kann auch weg. Wort. Demonic Touch. You can't read. Dann können wir es auch direkt wegmachen. Magic Missile. Unholy Words. Words. Kann ich nicht lesen. Drain Mana. Mhm. You already know. You already know. Weak Feather. Was auch immer Feather ist. Okay. Training, Healing Magic. Okay, lass ich mal außen vor gerade. Na, wobei, können wir auch direkt lernen. Jawohl. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch eine Belohnung bekommen, wenn ich diese Quest abgebe, oder? Das hier? Das ist a Village Man. Ich glaube nicht mit Village Man. Wo war denn der? Lord Burger, about your wife. Are you still here? Go and find my kidnapped wife. Ja, okay, schön. About the sickness. So you have discovered and removed the source of the noxious air? Maybe. I don't believe in words when I can't even step out from my own house. Come back tomorrow. I will reward you when I can really breathe freely again. About the smuggling. We have a more important situation here. Okay. Wir sollen also am nächsten Tag wiederkommen. So, wir hatten ja unten den... Dem sollen wir sagen, dass wir geschickt wurden. Or not. Auf der anderen Seite vielleicht. Ah ja, Spellbooks. Itulde, the magician, gave me your address. I need spellbook. Do you have any? Sure, that's what I need. Exact question, so I can give straight answers. Of course, I have some books. Well, they're not cheap, but if you need good spells... I'm the only one around here who can give them to you. So, are you interested? Here they are. Choose wisely. No, then come back later. I'll be here. Just knock before you step in. Okay. Spellbooks. Vielleicht wäre es aber auch gut zu schlafen. Da meine Hitpoints ja jetzt auch nicht so super fit sind. Da wäre es schön, wenn man das anklicken könnte, damit das hier auch steht. Ich mag es eigentlich nicht, wenn da nur Balken sind. Sleep. Jawohl. After you wake up, Joe's the innkeeper serves delicious food and water. You feel fully rested. Your health and mana are increased for a while. Mhm. Mm-hmm. 105. Wo war der jetzt? About the sickness. Come back a few hours later, please. I feel a slight change in the air, but my lungs are still pain me. Wie hieß der? Das ist Major. Okay. Lord.
Dann gehen wir halt erstmal noch woanders erkunden. Es nächtigt. Dum dum. Und da ist auch irgendwo ein Gegner, genau. Young Archer. Bäh. Oh, gestiegen. Das habe ich versehentlich direkt weggeklickt. Okay. Fame ist gut. Dann... machen wir dasselbe wieder. Personality. Dexterity. Held ist nicht gestiegen, also müssen wir das manuell machen. Endurance. Skill machen wir genau wie eben. Light Weapon, Light Armor, Dual Wield, Lockpick, Persuasion. Mhm. Kann man nicht ernten oder so. Aber das hier kann man alles mitnehmen. As you walk across the bridge, suddenly you hear a strange female voice on the wind rustle softly in your ear, saying, "Be careful, my dear, fortify yourself." Welcome to the village of Matras. La la la. Ein Schild? Ne, da ist ein... ach genau, da war ich auch schon mal, damit bekommt man Mana wieder aufgefüllt, aber ich glaube, das ist nur einmal. Ups. Ein Gewitter, ein Gewitter! Here we bury our mortals and bow before our gods. Wer bist denn du? Alter Mann. Nix. Okay, was haben wir hier? You have found a book. The Bunyip. Bunyip, 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 Bunyip. Many ages ago, on a relatively unknown coast, two young men left the village as they did each day. The sun was not merciful, but they had grown accustomed to the heat, just as their father said. As they ran... the coast became a proving grounds for endurance and strength. Through the two men were evenly matched in speed and spear alike. Before the sun had waxed in intensity, they reached a series of pools, each fringed with plants. They decided to pick some of the more tender sprouts to carry home with them later. It was not long before they tired of the work and they unanimously agreed that the woman would get to the plants later, but it was their duty to man the nets and roads. They began to arrange their fishing lines with the other village folk and search for bait in the usual spots. Most of them used worms, except for one man who had a piece of meat from his dinner. He cut off a small bit and attached it to the hook. For many hours they fished patiently, though no man received a single bite. The afternoon crept up, and the sky turned a brilliant palette of gold and crimson. Just as spirits dwindled, a sharp took on the line of the man who had placed meat on his rod roused their senses. He could hardly keep his footing, and for a few minutes it seemed as if he must let go or be dragged into the sea with his sprite.
He cried to his friends to help him, and the men that had been staring with anticipation and awe dropped their own rods to rush in. Trembling with fright at what could possibly cause such commotion, they managed to land on the bank a creature that was of no discernible species known to the sea. Calf-like features were evident, but it was neither calf nor seal. A long broad tail protruded from its lower half, and that distinctive aspect altered the men to precisely what lay before them. They looked at each other in horror, cold shivers running down their spines. There was not a man among them who did not know what it was. The cup of the awful Bunyip. From out in the sea, a fearsome wailing rippled across the water. A figure rose from the depths and started towards them, rage flashing in its horrible yellow eyes. Let it go! The mother comes to claim it! One shouted at the man, but the captor declared that he had caught it and intended to keep it. Flinging his spear at the mother in objection, he tossed the little Bunyip onto his shoulders and set out for home, paying no attention to the pitiful cries of it, or the resenting screams of the mother racing towards him. The man turned their head just in time to see the waters raise up, waves bent towards them with cessative intent. For an instant they stood frozen by the wondrous power before them. Looking back in the direction of the Bunyip's cup, they dropped whatever was in their hands and ran. Through the man with the young Bunyip was running faster than all. The water was slowly but steadily coming towards them, but the man knew this by the sound. None had the courage to turn his head. The man who had caught the Bunyip's cup tripped and fell, letting out fearful gasps. To their horror, the other man noticed that his hands and feet had become bird's claws. The other man began to stumble, noticing the same fate befalling them. They had all turned into a flock of great orchid flapping creatures at the Bunyip's behest. They attempted to speak, but every man only made a noise they had never heard before. Already the water had risen to the waists of the kidnapper and other villagers. The surface reflected back at him the image of a large black bird, one of many. Each of the fishermen had been turned into swans by the enchantment of the angry mother. Never again would they be men, yet they are still different from other swans. The little Bunyip was carried home by its mother, and soon after the waters returned to their homes as well. The depths where she resides are now avoided by all who deem their lives a precious commodity, as nobody knows if she may suddenly lash out in retaliation again. In the night time there are those who say they can hear the man talking in a language that is not of any swan, and some even go as far to claim laughter and conversation. Mm-hmm. Schön, schön. Dann reisen wir mal weiter nach Osten. Westlich vom Friedhof habe ich noch nichts erkundet. Kann man auch wieder nichts mitmachen. To the west, the abandoned pier. To the east, the village of Mantras. To the south, plowland of Matras. To the north, the forest ranger's home. Da ist eine Hütte, mehrere Hütten sogar. Komme ich gleich wieder zurück. Erstmal laufe ich hier den Weg zu Ende. Mhm. Da müssen wir einmal wieder einsammeln.
Okay, was haben wir denn hier? Reyna, the washerwoman. Do you know what has changed since the first time we spoke about my dislike for you? Nothing about this place. This is where the farmers grow crops to feed the village of Matras. You can find many remarkable plants here that are useful in making some homemade potions, if you have that skill. About the farmer. Oh stranger, our good old farmer disappeared days ago. I saw female archers, baby Amazons around the garden when I came home one day and his house was ravaged like a storm had blown through it. When I tried to clean up around the house, I found a few arrows on the ground too, which were poisoned. My fingers still have pain from touching them. I think they kidnapped or maybe killed our honest farmer, but I can't even imagine why. Since that day, I'm careful not to leave my house for too long. You should watch your step too. Do you know something special about the farmer? No, nothing. Just that he is very talented in some garden plants and animals. Knows everything about them and made some experiments with producing a new type of plant. He even writes books about concocting cures and about the rare animals. Maybe that's a connection between him and the archers. But why? I don't know. Wie sind die? Reyna the Washerwoman. Reyna. Reyna the Washerwoman. Empty and ravaged. Und da ist keine Tür drin. Ja. No answer. Okay. Da ist dann der Wald. Rumpelpumpel. Und da sind Gegner. Ja. Dann sammeln wir hier mal die Dinger ein. Das hier muss auch freigelaufen werden. Ja. Alles einsammeln. Ein Dieb oder so. Komm her. Ein Magger. Ich will das gerne mitnehmen. Okay, also bis zur Grenze habe ich alles erkundet. Da hinten ist noch irgendwo wer. Magga. So, dann gehen wir mal zurück ins Dorf und geben das ab.
Kann man damit was machen? You fill your bag with water. You have found an item of water. Was kann man damit machen mit einem Item? Comestible. Comestible. Okay. Da rein. Bought the sickness. Come back a few hours later, please. Du kannst mich mal... Na gut, dann ist es hier auch erstmal Zeit für einen Schnitt. Und dann werde ich halt beim nächsten Mal weiter nach Süden erkunden. Wir haben jetzt im Endeffekt schon den Bereich bis da erkundet. Und dann gehen wir hier mal weiter runter, diese Fläche erkunden. Ja, schauen wir uns dann beim nächsten Mal weiter an. Bis dann!